2 angefangen, aber. Genau, ich hab den Stream jetzt auch nicht geschmissen, ne? Jo. Jo. Den führe ich mal da runter, ne? So, alles vorbereiten hier. Seele auch schon voll. Junge, Junge. Also mir wird aber nichts angezeigt bei Twitch. Doch, kam gerade Werbung und also die Einblendung gleich geht's los ist jetzt da. Richtig. Gleich fliegen mit einer Klappe geschlagen, Benki. Aha. Dankeschön, ne? Kein Thema. Dir auch Dankeschön, ne? Abfahrer hier? Nee, ne? Naja, auf dem Weg. Okay. Sollen wir das noch gerade fertig striegeln hier oder sollen wir jetzt alles stehen und liegen lassen? Oh, guck mal, ja, hier. Gut. So, mit dem Fenster ändern. So langsam, ne? Ich bin jetzt auf dem Weg, Jürgen ist hinter mir. Mehr oder weniger. Was bist du dann kaputt? Von was denn? Nach dem Lehrgang. Ach. Hast du den S19 jetzt schon vorbestellt? Ich? Ja. Nö. Nö. Hast du den neuen PC schon vorbestellt? Ich hab doch einen klasse PC. Wir reden hier nicht von dem Toaster, ne? Doch, genau von dem Toaster. Kannst du maximal noch zum Lötkolben umbauen, deinen Laptop da, aber mehr taugt ja nicht. Der so war heiß war der jetzt auch nicht. Na. Ja. Wie war das nicht? Oh, oh, der Puster war ganz schön warm. Ja, was anderes. So, was hast du gemacht? Ich hab die Grafik auf Mittel gestellt. Oh, wow. Dankeschön. Bei LS oder was? Ja. Ja, Lukas fährt nämlich noch mit dem Toaster spazieren hier. Dann wird's grenzwertig, ja. Ach, das klappt schon. Also meine Huawei P9 Lite hat ein bisschen Prozessor wie sein Laptop, das soll schon sein. Mein Handy auch, und der ist 2,5 Jahre alt. mein Handy ist 2,5 Jahre alt. Ja, das reicht mir also noch zumindest. Ende.
Naja. Ich habe gehört, CD-Laufwerk hat noch die gleiche Größe, kannst du Spiel halt nicht starten, aber zumindest kannst du die CD schon mal einlegen. Ich habe gar kein CD-Laufwerk. Oh, um Gottes Willen. Ich mache alles über diesen Tools. Ich ziehe das, wenn dann mein Papa auf den PC hin, holen wir das dann über das Programm auf meinen PC. Oh, Junge. Oh, Mann. Tja. Neumodisch. Siehste? Kevin schreibt ja schon ordentlich fahren, sonst gibt eine Abmahnung. Naja, so schlimm ist dann auch nicht, Kevin. Was machst du denn jetzt? Nur ein paar kleine Haufen. So. Zerfahren tut der 200er wie die Seuche, ne? Hier. Der TMS. Der 820. Junge, Junge. Naja. Das ist halt noch eine Maschine, ne? Na, der ist schon gut eingefahren. Ne, der Fan? Ne. 820er. Ich hab mich versprochen. Ja, dann lasse ich den Stiegel aber mal dran, Bambi, oder willst du den wegmachen? Also ich würde das ganze gespannt hier sauber machen. Ja, okay. Tanken und so wegstellen. Alter, hab ich hier ein Ping, ey. Alter Fisch. Wird wahrscheinlich schlimmer sein als meine. Danke, LS Map Tester, für dein Follow. Und moin moin. 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 Na komm, was sauber hier. Muss ich auf Chat hin aus. Bis gleich den ganz außen nehmen? Ja. Schon lenken. Mhm. Jetzt habe ich mein Lenkrad irgendwie mal vernünftig eingestellt. Ach. Jo. Also das war ja neulich ganz komisch, da ihn Schlenker und dann Blinker bei Wiesbo in die fahren. Ja. Wenn man sowas hat, kann man ja sowas nutzen, ne? Kann man, kann man. Muss man aber nicht. Richtig. So, Jürgen. Benki, andere wollen auch noch sauber machen. Ich kann das hier drüben gleich weiterfahren. Ja. Oder machst du gar nicht nur den Traktor sauber? Nö, ich mach grad Putzweh. Wenn ich schon mal die Gummistiefel anhab, kann ich gleich alles sauber machen, ja. Okay. Muss ich bei den Chefs ja auch ein bisschen einschleimen. Schleimer. Ach, die Fracht. Jetzt weiß ich, wie es dir geht, Lukas. So. Aber wir machen mal die Tür auf, ich kann ja gleich von innen noch. Warte. Mund auf. So. Ich spüle immer mit rum. Hab ich doch gesagt? Für rum. Ist denn aus hier? Ist das schon weg hier? Aber ich muss noch die Spur, wa? Dann ist Paul der 2 andere Seite vom Fluss ja auch noch, ne? Mhm. Ja. Boah, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Na klar. Die Strecken hier sind ja nicht allzu weit. Naja, muss hier komplett. Tobi, was ist denn das für einer? Hi. Das ist jetzt der 826 von Frankie gewesen. Ich denke mal, der kommt ja noch, ne? Was denn? Uns Frank fährt ein Fan? Jo.
wollte gar nicht im F. Keep man. Hat mich auch gewundert. Kapoche darf der Herr hat gesagt, da fahren schon so viele von. Kapoche dachte, er entscheidet sich für den MF, ne? Weil er eigentlich immer gerne fahren ist, ne? Ja. Moin, Lucky. Moin. Moin. So, mein Xenon ist unterwegs. Wem gehört eine 726 Düna 6? Welcher? Der schwarze, ne? Ne, der rote. Das ist eigentlich meiner. Könnte mir jetzt die seine. Voll verbremst wegen der Anfrage. Kommt denn jetzt? Max, hast du was gesagt? Ja. Hat er? Ja, hat er. Max, nicht so schüchtern, kannst du ruhig lauter reden. Ja. Hab ich. Ohren putzen. Ha, du weißt. Du meinst, oh, vorsichtig. Direkt nachrutscht. Seid ihr im Hexen? Ja, wir haben angefangen. Nicht genau richtig. Kennst dich ja aus mit dem Sechser. Moin Favorit, schön, dass du da bist. Moin. Bist du voll, Jung? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Kam nicht an bei mir. Ich hab auch Junge, Jung. Hörst du schlecht? Ja. Du hörst gerade mit Ohren putzen. Ey, jo. Heute fährt Tobi die dicke Bude. Wer nimmt den zweiten? Ich. Ah. Wo fährst du? Wie, wo ich fahre? Eine Reihenfolge. Ach, Benki hat den schon. Ah, ach, hätte ich den nicht kriegen dürfen, aber... Benki schnappt sich den dann gleich. Mein Bester. Dann muss ich ja den wieder überholen heute. Weil ich ist das? Mein dicken Büffel. Ja, mir ist das egal. Ja, mit 400 PS und HW80 schon ein bisschen... Warum? Gib ihm. Mir ist das egal. Moin, Flori. Ich sag nur... Moin, Andy. 500 PS. Ja, Digga, hör auf! Mit 45 quer durch Ackerfolge. Au, da vorne kommt was Rotes. Voll Putz, Alter. Was für? Firma dankt. Ich warte hier an der Waage. Jo, alles gut. Achso, fährst durch. Okay. Ja, immer. Gut. Rechts ist gar nichts, und tschüss. An der Weide einmal vor Silo kippen. Ach, was ein. Wie Dreck. Vor Silo? Vor Silo. Na, warum das denn? Weil kann man doch machen. Eine Auffahrt. So, Hushi möchte. Ja, fahr durch. Merzi kann losgehen. Okay. Florian schreibt ja schon gespannt auf Samstag, ja. Da steht ja Maishexen auf dem Programm, wenn ich mich richtig erinnert habe, ne? Oder? Den Samstag? Nö. Mal machen. In 14 Tagen. Ach so, na, aber denk mal, er meint den Samstag. Ganz auf mit deinem Arsch.
so, ja. Ach so, meint der Florian, meint nicht das, er meint, weil Samstag kriegen wo die meisten YouTuber den neuen LS. Was fährst du denn Rohr wieder aus? Zwei Wochen vorher, ne? Oh, okay. Auf den Knopf bekommen? Ja. Eine mitgekriegt. Schön, schaust du immer eine, oder? Hm. Lennart. Ja, einfach da Fossile köpfen. Aber ich muss jetzt erst gerade alles da hinten schieben. Hast du noch den Cerion? Ja. Ne, aktuell suchen wir keinen neuen Mitspieler, Florian. Wir haben vor kurzem gesucht, aber aktuell suchen wir jetzt keine neuen Mitspieler mehr. Im 17er, vielleicht mal im 19er wieder mal schauen. Wollen Sie uns den zweiten Hacker mit einem Gang nehmen, oder was? Müssen wir uns selber vollwerfen. Bei der 80 geht es doch, bei der Mulde wird es schwierig. Seid ihr genug jetzt hier, oder was? Meinst du, den zweiten Häcksler anmachen? 1, 2, 3, 4 sind 6 Abgabe. Stich dabei. Guck mal, ist ja mir ist das egal. Ist ja bloß Tobi und Jürgen ist am Abkippen. Ja, dann stelle ich den MF hier hin, kann den nächsten nehmen, der kommt, und dann laufe ich runter. No. Dann tausche ich am besten, weil ich habe einen 40 Läufer. Oh. Die steht da, der klingt ja ganz gut. Hier unten war alles weg, Merzi, ne? Hier unten war alles weg, ja. Moin Manolo. Moin. Grüß dich, Manolo. Fährst du wieder hoch, ne? Kannst du auch mitnehmen die Spur. Ja, ich nehme hinten die beiden. Wie sieht's aus bei dir, Tobi? 84%. Naja. So, Hermann, dann lass uns mal Schub geben. 20. Immer nur, du kauft ja mal auch, aber das waren ja nur Idioten gewesen da neulich. Dann nehmen wir die zweite rechts weg, ne, Hermann? Mhm. Hermann. Also die Folge ging der Hänger doch nicht, ne? Der Fliege. Ich bin voll. Okay. Ah, da ist der Rennfahrer Sven wieder hier. Tja, kommt da keine. Ja, das stimmt nur, das kam hier von. Ist Uni, was die schon wieder haben, ja. Und passen wir jetzt hier daneben. Fahren den Spiegel ab, Sven. Vor allem der links hier, ne? Ja. Decken vor unseren speziellen Freund kamen die. Können einfach keine Ruhe geben. Max, wollen wir mal tauschen? Wollen wir mal tauschen? Nö, ich nehme das eh. Fahre ich den hoch und dann nehme ich den von Bambi.
Du hast den 66er, ne? Jo. Moinsen. Abend. Wie darf ich von der Karte streamen? Also der Tag ja das erste Mal. Lass uns mal den Mist hier wegmachen. Und dann fangen wir da vorne an, da ist mich schon angeschnitten. Fahr du vor. Komisch, bei mir jetzt kommt keiner hinterher. Warum wohl? Oder wo sind die alle? Ja, beim, ich muss voll, ja Ding. Voll. Kutscher, Kutscher. Ja. 1, 2, Jürgen, Jürgen ist auf dem Rückweg. Danke, dir. 83,50 für dein Follow. Und herzlich willkommen beim Agrarius MVP Stream. Dankeschön. Moin. Wo seht Max? Halt. Ja, ich merk's. Ganz ruhig, brauner Winky. 15? 20. Naja, aber dann kommen wir wieder nicht hin als Abfahrer. Okay, dann gehen wir runter auf 15. Wir können testen. Fahren wir 20. Wir können es testen, aber ich glaube nicht, dass es ausreicht. Ich bin's aufwachen. Bei drei Abfahrer ha, Schluck oder was? Ja, ich habe jetzt gerade eh noch 40 Läufer, deswegen. Ja. Ich joine. Jo. So, warte mal, wo ist denn Merzi jetzt? Bon Kutscher. Ja, Jürgen ist auf dem Weg, ne? Wie, du, hä? Warum? Er ist an dir vorbeigefahren, um so zur Einfahrt hinten. Mhm. Jo. So, Merzi macht die erste Spur vorgehören, kann das sein? Ja, du musst die zweite machen. Ja. Fange ich dann jetzt an. Vorne. Benki, dann fahr du durch und dreh rum. Agralo Nord, guten Abend. Moin Moin. Abend. Geil, wir sind die Kutscher. Wir sind wieder ja gleich vereint hier. Joho. Einmal drüber fahren, Tobi. Okay. Welche Seite? Fährt man gleich nochmal zurück oder willst du da mit hoch? Okay. Mit nee, hoch. Nee, das ist. Wir fahren die jetzt rum. Zweite Runde Vorgewende. Ja, bei uns ist alles fit und bei euch? Willst du rechts kommen? Nein, das ist Merzis Bahn. Achso. Ja, genau. Muss bei so einem langen Kurven muss ein bisschen langsamer werden, ne? Jo. Weil sonst haut er ab. Und das hört man noch gerne. Pass auf, da komm mal ein bisschen kuscheln. Warte. Warte, ich fahr zurück. Fahr zurück. Ich die da rauskommen.
Sau hier vom Hof geballert, Junge. Nach. Ja, fahr ich raus. Nee, nee. Dass du wieder auf der rechten Seite bist. Ja. Moin, Benno. Grüße. Moin. Moin. Oh, leck. Ey. Ja, Mann, komm rein. Ja, Speicher leck. Namen, Fan. Moin, Schuppi. Moin, Schuppi, alte Säge. Moin, moin. Weißt du, ich will. Ah, du blinkst, alles klar. Auf, jetzt kommt hier. Alte Säge hat mir gefallen. Bist du erst so älter wie du? Das ist ein Bambi. Komm mit. Bist du voll? 5% passen noch rein. Alte Säge hat mir gefallen, schreibt da. Runter mach. Lennart, wohin? Siehst du, da darfst du runter machen. Netzi, lass uns auf 15 km/h runtergehen, oder? Komm, machen. Haben die eingestellt. Oh, das könnte interessant werden. Mit der 200 Klingen, der geht. So, das ist gut. Ah, sorry. Muss auf die andere Seite fahren. Scheiße, ich hab gerade hier eine Feldzufahrt. Mann! Zieh durch. Du kannst hinten zu Merzi fahren. Nee, nee, fahr rechts. Dann. Jo. Wollt ihr Eier sammeln gehen oder was? Lass mich mit der Hühnerhof. Oh. Ich komm mit der Rennfahrt. Sven wieder hier. Sven, nennen. Das glaubt man. Das ist nicht Sven. Nee? Die Trecker sehen wieder gleich aus. Nein. Nein? Du als alter MF-Kenner musst naja, das besser sehen. Naja, mit ihren Farben, die sind da identisch später. Er hat mehr rote Akzente. Lass mal gucken hier. Oh, Nico ist auch da. Na, Nico. Moin, moin. Na, Ben. Alter, Brummifahrer. 15, ne? Ja, hab ich eingestellt. Okay. Weil ich jetzt ein bisschen schneller gefahren bin. Ach, scheiß Synchro. Geht's dann im Meister dann gleich weiter, oder? Was? Geht's dann jetzt im Mais gleich weiter, wenn mir so viele Leute sind? Ja, hab ich gedacht, ne? Wegen der Viecher da. Metzi, nimmst du die nächste oder nimmst du die zweite? Nimm du mal die nächste da gleich. Okay. Bei noch kein System mit zwei Drescher? Eigentlich schon. Jeder vierte. Aber jetzt ist blöd mit dem Drehen hier. Deswegen soll ich erstmal immer gleich direkt Nemos runterfahren und dann. Ja, aber macht sich das fürs Drehen dann nicht besser, wenn du jede zweite nimmst? Na, wirst du ja sehen, wie wir fahren.
So. Warte. Ich habe gedacht, du nimmst die direkt, die daneben. Aber na gut. Machen wir das so. Ja, ich habe doch direkt die neben dir jetzt genommen. So sah so doof aus. Naja, ist ja egal. Da war der Anfang ziemlich weit am anderen Schwab dran. Mensch, halbe RPG von Großdauerko heute hier. Nico. Manolo. Wohin? In Mitte. Fehlt nur noch Micha. Fehlt nur noch Micha, genau. Nee, und mein Freund Obi. Oha. Moin Frank. Dann wohin? Tobi, dann zurück. Seite. Und überfahren. Von der anderen Seite, von der Weide. Überfahren. Danke Bigmo für den Follow und herzlich willkommen beim Agrar Service FOP Stream. Und moin an Watch Huddy. Oh oh. Kannst du nicht weiter wegfahren, sonst habe ich bei Verstopfung hier. Einfach nee. Hinkippen oder was? Na klar! Nee, rüberfahren. Achso, der ist gut, mir jetzt sieht. Ein ganz an der Wand, bitte. Fahren. Den kurzen Moment. Ach, das ist der Rennfahrer. Ja, denk mal. Was ist denn das hier vorne? Der zweite Sparvorgewende, weiß nicht warum. Rechts gleich kurz rum, ja, ne? Jo. Als ob schon wieder 8 Uhr ist, oder? Ah, oh, Junge. 10 vor. Ja, das war Agralon, moin, Poland, Akrofarm, moin. RPG Großdabako schreibt, was muss euch Kochios MVP geworden? Wisst ja, Sven ist hier, läuft. Oder wie meinst du das jetzt? Na. Das hat uns aber neugierig gemacht. Schuppi schreibt, bin da mal weg, ist mir zu viel Fendt im Bild. Puh, eigentlich haben wir bloß eben Fendt in Einsatz hier. Aber der Rest von den Drogen ist sind nur halbe. Auch schön, dass du da gewesen bist. Naja, zwei, ne? Noch heute, ne? Der 800er und der 900er. Mhm. Ach so, ja. Ja, da warst du ja immer noch, da hast du auch mal noch Entertainer gemacht nebenbei, ne? Bei Hokoichose MVP. Junge, hier hat der Schwade schlecht gespart. Geht das an? Wer hat nicht gespart hier? Bestimmt der. War Hermann Völksen hier drauf? Nein. Entweder Lennart oder Jürgen denn? Nee, ich hab mal gespart. Jürgen war das dann bestimmt. Ich war auf Pollert. Erzähl nicht sowas. Ich habe auf der anderen Seite den unteren Teil gemacht. Gut, bleiben die denn? Ist gar nicht. Wollen wir schon 15 fahren? No, voll. Warte mal, Hermann, hier links rum, das nehmen wir nochmal mit. Da ist er ja wieder.
Wo willst du hin? Nimm mir nicht die. Lennart, wohin? Ja, ich muss überlegen, von da. Und, ja, nahe der Wand abkippen. Also vom Hof nahe an der Wand abkippen. Na, guck mal, mein Lieblings-Ossi. Ah, mein Lieblings-Fössi. Muss ich mit dich fahren. Wie viel ist da hinten? Ja, wir sind ja so weit. Ja, ja gut, ich glaube Meter Abstand oder so. Nee, ich muss wirklich in der Mitte fahren, dass der an der Wand liegt. Haben wir gestern ausprobieren. Das Silo ja schmaler ist als das andere. Haben wir kurz Benki? Ach, noch schmaler. Und auch schon der nächste. Ist das wenigstens wieder zu nah dran? Jetzt gibt er wieder nicht. Ja, ich bin ein bisschen blöd mit den Teilen. Es ist. Lass mich mal raus. Bambi, willst du mithexen? Oh, warte mal. Matzi, warte mal. Tobi, rechts. Geil, Mann. Kreuz die Strähne, meine Brüder. Warte mal, Matzi. Das gefällt dem Binky. Nein. So machen sie es im Westen auch. Ja. Das sind doch Westmotoren hier, also. So wie sie es gehört. Mhm. Ja, nur die Mulden fahren. Da geht was. Und was sagt der Trabbenke? Gut, ne? Der läuft. Läuft. Rennt, Entschuldigung. Na ja, Lennart, mach hin. Jetzt geht er drum gehen. Wollt man Maxi? Komm schon. Voll machen. Voll machen. Links einer, rechts einer. Hinten drei, vorne zwei. Das hat mich noch nie im LS gemacht, ne? Links, also mit zwei Hexer. Na siehst. Vier Hexer? Mit drei Mann lohnt sich das ja auch nicht. Nee. Ist gleich voll, Benki? Jo. Voll. Hey, Jürgen, fahr bei Merzi. Ja, ja. Ach, kommt schon der nächste. Naja. Kipp, rechts ab. Ich kann auch von hinten reinfahren, den kippe ich nämlich von der linken Seite quasi auf die rechte, weißt du? Also so, dass das krass jetzt bei mir in Fahrtrichtung links an der Wand liegt. Genau. Oh. Sprich. Ach komm, poste jetzt, schließ doch nicht. Dann fahr ich dann mit Jürgen hinterm Silo da, ne? Ja, soll ich dann... Ah, da fahren in die nächsten Wiese rein. In die nächste fahren? Okay. Da ist ja bloß eh eine Düngerstufe drin. Da knallt der Ertrag nicht ganz so doll. Ciao! Tschüss! Schlaf schön! Ciao! Ja. Ja, wenn mein Laptop nicht hängen wird, könnte ich auch auflegen. Tschüss! Tschüss! Ich streiche deinen Toaster. Tschüss. 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 Ach, das ist ein Kunde, Junge, Junge. Was sind Matzi seinen Worten zu sagen? Deine. Na ja, gut, es war einmal Bauer, es war einmal Ronny Schäfer und Matzi. Junge, Junge, Junge. Ist das ein Kunde? Wer sagt denn sowas? Ronny Matzi Schäfer. Guck dir das an.
Der kann Häcksler fahren und Bagger und Kran und hast du nicht gesehen. Und verdichten. Oh, und verdichten. Lennart, wohin? Was sagst du, Sven? Sag, kann er denn auch mit umgehen oder kann er nur fahren? Fahren. Jo, Frankie ist auch schon wieder. Weißt du, wie schnell es ging? Fahr mal an die Wand ran und war. Schnell knapp vier Spuren drauf gehämmert. Ja. Ich glaube, Lennart kommt langsam ins Schwitzen. Ach. Ach, ist doch jetzt mal ganz angenehm. Die 62 Kubik, die jetzt kommen. Ah, schon wieder. René ist angenehm. Du hast ja einen dicken Bock auf den Ziel. Na. Ja, wenn du da bist, schon. Ja. Du bist ganz schön frech. Also der Rundegang, der bringt schon was. Dickes Sissi. dickes Pony. Ponymädchen. Ja, der Kleine wie ein Clown gefrühstückt, oder was? Nee, so ist der. Was? Fahr mal, das ist der zweite Hänger. Sonst wäre ich stark depressiv anstatt leicht. Jan, fahr du zu Merzi. Ja, ich bin gleich voll sein. Da. Wichtigster Mann auf dem Acker, der Max. Warum fährst du dann weiter? Gedacht habe, hier hinten wäre noch eine Auffahrt. Wo hätten wir es denn gern, Lennart? In die Mitte. In die Mitte zur Titte. Zum Sack, zack, zack. Ja, Junge, so weit kann ich auch nicht schmeißen. Das geht nicht. Was hier passiert? Halt! Der ist Bambi mit dem Tobi unterwegs, ja? Jo. Jo. Alles klar. Komm, fährt da. Den fühl ich mal so, Bambi. Tobi, irgendwas stimmt bei dir nicht. Schmeiß hier drauf. Jetzt mag er wieder. Oh. Leck. Pfui. Du alles so machst. Deswegen fährst du hier so unkonzentriert. Lecken ist gesund. Meinst du? Ah. Voll. Okay. Das ist der Greni neben mir, ja. Doch, jetzt. Anna. Greni. Greni, halt euch gesagt. Ich weiß ja, was er meint. Ja. Vor allen Dingen wen, ne? Oma. Granny. Granny, hört sich gut an. Du bist der mit der Trellebockreife. Okay. Na, merci. Was so wie Andrea, ne? Genau. Was macht Andrea überhaupt? Spielst du Pokémon? Sitzt ja auf dem Sofa und zockt auf dem Tablet rum. Siehst du, sag ich doch. Die Andrea. Naja, bekommt mir ihren Namen erst im Merken, dass sie Daniela heißt. Ah. Andrea Katzenberger. Und Daniela Berg, oder wie? Jetzt hat er gezogen, der Markus. Ja. Es war ein Teewitz, du musst ihn zuerst ziehen. Jo. Sind die Besten. Der Hermann Völks fährt auf wie ein Rennfahrer. Sagst du fährst mitten auf der Straße. Ich komme mir auf der linken Spur um die Kurve entgegen. Ja, kam er mir vorhin auch. Mit leerem Zug. Oh, nee. Oh, das
Köln ist spannend, wann genau in der Kurve? Nee, schade. Ich merk schon, Markus, du schaust warum. Wenn Sie, wo willst du ansetzen? Na was, stopp! Seid ihr schon auf der anderen Flussseite? Jo. Ja, ich ja. Matti, brauchst du noch mal einen? Schwer zu sagen. Hier ist der Atran nicht so doll. Na, Hermann ist hier, sonst kannst du erstmal abwarten, denke ich. Dann komm ich rüber zu Bambi oder was? Nee, Hermann ist hier. Achso. Ich hab gerade erst angefangen. Kannst du das ja erstmal angucken da oben? Ja, ich. Erstmal Kaffee trinke. Ja, ich nehme auch einen. Oh, danke Anni für den Zap. Danke Danny. Vielen lieben Dank. Uah. Schön, Tobi. Danke, kein danke. Hab so nach links hier rüber geguckt hier. Ah! Was hast du denn jetzt? Naja, Grini, guckst du wieder bei Twitch zu? Wie? Nee. Heute nicht. So, ich hau ab. Nee, meine Frau ist auch mit dem Internet und das schafft dann die Leitung nicht. Achso, so ein schwaches Internet? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur 50.000er, aber weiß ich nicht. Das verträgt sie nicht. Ich habe auch so hin und wieder mal ein paar Ruckler. Mhm. Wie weit seid ihr mit Weizen überhaupt? Polder 1. Naja, jetzt sind wir mal dran. Tobi, wie viele war es hinten noch? Hinten die kleinen Stücke, da fehlt noch mehr. Da habe ich jetzt nicht allzu viel geschafft. Voll, Matzi. Mensch, Matzi, jo. Du spielst doch jetzt sogar mit Lenkrad. Ja klar, das siehst du gleich, ne? Ja, ja. Moin jetzt, Grüße. Füße. 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 15, Matzi? Ja, 15. Du kannst Beine auf 10 runter. Oh, das ist ein bisschen zu langsam. Also ja, bei mir passt das hier mit Abfahrer. Leonard, wohin? Such's ja auch. Vorne 3, hinten 2. Ich geh's hier rum hier, ich noch ein fahr mal, komm, wir fahren hier rüber. Aber Merzi, Benki ist jetzt der letzte Leere. Ach so? Die anderen sind alle unterwegs mit volle Wagen, abladen und so. Ja, dann haben wir halt ein bisschen Standzeit mit Häcksler. Mir ist gerade übelst am Lacken. Wie war das? Lecken ist gesund. No, hast du selbst gesagt. Hermann, wo fährst du denn rum? Bist du denn im Kanal? Gebuckt, du. Was, kein Bock, du? Tobi, du kannst nicht mehr. Benki, du guckst jetzt quasi bei Twitch zu, wie du gerade neben mir fährst. Wenn ich das mache, dann könnte ich jetzt nicht mehr fahren. Hab gerade jetzt schon einen Ping von 2000. Ach so. Und wer wüsste eigentlich, ob heute mit Lenkrad spiele? Oh! Ja, seid euch, ich hab einen 2000er Ping. Entschuldigung. Warte mal, ich fahr mal zurück. Mach die Pornos aus. Ja. Ich weiß, dass ich sonst nicht konzentriert arbeiten kann.
fünf Stück nebenbei laufen, weißt du? Ich hab 4K. Hab doch jetzt 4K-Bildschirm. Geht aus dem Grund. 4K-Bildschirm. Ich hab ja noch 4D oder so. 5D. Ich geh hoch oder was? Nee, mit Geschmack. Boah, mit, noch mehr. Mittendrin statt nur dabei. Oh, der süße Honig. Ja, ja. Was hast du denn Schuhen vorne an? Geschmack. Oh. Links. Ja, rechts. Hm? Rechts und fährt in dem Moment links. Du musst ein bisschen aufpassen, ne? Hier ist nicht so deutlich wie dieser. Hier bank hier auch nicht weit. Mann, ey, das ist gerade voll am Lacken bei mir. Ja, genau. Man muss ja vom Hof nicht runterfahren wie so ein Schwein. Das sind Kutscher oder nicht. Da kommt jetzt gerade noch einer. Ach du Scheiße. Ja, was denn? Ja, ich kam jetzt wieder mit der Waldschlappe kommen wollen sie nur rüber. Wart. Tobi hat nicht so gejammert. Na. Der hat gesagt. Ja, du, Benke, hat noch nicht genug zu tun. Na doch, doch, wir fahren hier. Er hat mich jetzt gewundert. Na, du kippst ja nach Fahrtrichtung. Gibst du, wolltest nur kuscheln. Dann naja. Was hast du, Lennart? Du kippst ja in Fahrtrichtung rechts, da von der Wiese. Einmal. Ja. Mach das. Was ist denn hier mit dem Spott passiert? Ja, das wüsste ich auch nicht. Hier hat Jürgen geschwadert. Der wohnt ein bisschen eine Nachschulung sozusagen. Oh nee, warte mal, Benki. Guck grad da hinten, von da hinten. Genau. Das ist, fahr mal so. Wat, so komme ich nicht um. Von der Wiese, Granny. Okay. Und dann eher zur Mitte hin oder an Rand? Nö, ja, auch an Rand. Und sie lockt schon voll. Dort haben wir 1,8 Millionen. Boah, schnell mal so 650.000 Liter abgefahren. Ja, oder nicht? Läuft. Oder ach, kannst du auch kostet nicht. Mach ich halt schon. Ja, ist ganz schön nasses Glas hier. Ja, ist immer nass im Frühjahr. Wir fahren rechts, Benki. Ein paar Tage liegt es ja schon, ne? Links, meine ich. Oh, ich finde das wieder vorher, wenn oh, da wird er lustig. Also es gab da einen Schwaderfahrer, der hat gesagt, es gibt kleine Ecken, da lohnt sich das nicht. Ja. Ich habe es aber gemacht. Ich habe gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, aber ich habe es trotzdem gemacht. Achso. Wenn ich sage, ich soll das machen, dann mache ich es aber. So, Benki, lass mal gucken hier. Wie viel Flächen haben wir denn noch? Oder wie viel Fläche? Ein bisschen. Nur ein paar Herzen. Jürgen, nicht immer Weg fahren. Nur noch Boulder 2. Die rechte Seite vom Fluss. Ja gut, dann machen wir das eine Kaisel noch voll, ne? Als das durchfahrt, sieht das bald voll. Ja, dann machen wir keine Siedlung mehr. Aber dann umstellen auf Hexe, ne? Doch. Geht's mittlerweile doch jetzt. Dann wirst du den fang geradeaus, ne? Den Restgras als Hexe machen, Merzi. Ja, das, was jetzt übrig bleibt, dann. Das funktioniert doch nicht, Jungs. Nee? Nee.
Ja, dann nimm oder so ein kleines Silo da, Sven. Lennart hat doch gesagt, da ist ja nur das kalte Silo. Achso, ich hab gedacht, er meint der große. Nee, das große nicht. Nimm mal der kleine da. Na, da sind doch die beiden kalte Silos mit der Wand in der Mitte. Mhm. Nehmen wir das hintere. Oh. Was ist das hier, Benki? Eigentlich mal lenken, ne? Naja, schickst mich hier ganz schön rum. Tobi, wir fahren die übernächste dann. Wohin denn? Okay. Vom Hof rauffahren. Von da. So, jetzt haben wir Überblick verschaffen hier. Fahren wir wieder links, ne? Und einfach nochmal zurückstoßen, Mats, ja? Ja. Dann wieder die übernächste. Upsa. Oh, dann war die jetzt, denke ich, ja. Und allein auf der Wiese hier. Menzi, brauchst du noch einen bei dir? Ja. Ne, Junge ist da. Nee, ist da. Das musste eigentlich. Da müsste reichen, sag ich mal. Gut. Ach ja. Na, Matze, obwohl wir Anfangsschwierigkeiten hatten, wir beiden, läuft das doch jetzt ziemlich geschnitten, oder was? Na klar. Na klar. Lügt er mich eiskalt ins Gesicht. Lüg nicht. Lüg nicht. Was? Man hätte ja den Stream-Titel nennen können, Ossi trifft auf Wessi. Hört sich nach einem Marvel-Film an oder so. Ja, deswegen ja. Kommt ein bisschen enger. Ich schwatte hier rumfahren. Eine Spackbehe noch mit Matzi. Mhm. Boah. Oh. Immer die gleichen Chaoten. Ich mach das wie in echt, ich guck nicht auf rückwärts. Sie sehen da den Hängern eh nix. Nein.
Das ist richtig. Nee, bei denen eh nicht, wenn du da keine Kamera dran hast. Nö, nee, wir haben keinen in unseren Anhängern eine Kamera. Außer im Hexegut, war. War voll? Ja, ja fast. Warte. Ich hab nämlich gerade wieder einen 2000er Ping gehabt. Jo, voll. Na, da hat das gut was drauf gepasst, ne? Hm. Na, Herr Mann, grüß dich. Hallo. Jungen, wollt's Bahn fahren? Nee. Sah mal ganz so aus. Jungen, wollt Bahn fahren an Ostsee. Mann. Du musst mal eine Wiederholung angucken. Wie stund hat dein Büffel jetzt runter, Jürgen? 20,9. Oh. So bei zum Ölwechsel, wa? Jo. Und Bambi, was machen die Schafe? Hecken wie die Willen. Hm. Hauen aber hin, oder? Ja, alles gut. Alter. Ruckelt das. Mensch, Jürgen, brauchst du keine Pornos runter, dann hast du eine Frau zu Hause. Ey. Liegt sie ja hoch, nicht runter. Ach so. Berg unter gar nicht dran gedacht. So. Voll übelst. Schmeißt das Internet beide mit. Lennart, wo darf ich abkippen? Mit was kommst du? Fliege. Einmal in die Mitte. Da musst du vielleicht gerade ein bisschen Anlauf nehmen. Bleib mal kurz drin, ja. Tobi. Wir fahren dir vorbei. Hermann, komm mal vor. Oh, das ist die undendigste Kiste, die ich kenne, ey.
wohin, Lennart? Von dir aus gesehen rechts. Muss man bitte erstmal runterfahren. Hm? Also rechts an die Wand. Okay. Ballen, ballen. Scheiße. Du kackst dir mal nicht ein da, ne? Alter Verwalter. Ich fahr gleich hinterher, ne? Ja. Das sieht immer so gefährlich aus mit den AW80. Sieht nur so aus. Sieht nur so aus, dass sie nicht hintergucken. Ein Kollege von mir sagt immer, solange du an dem Wagen ziehst, kann er nicht umfallen. Auch wenn dir nur noch feine Reifen steht, gib Gas. Ich glaube, das Ding ist ziemlich voll. Ja. Viel passt hier nicht mehr rein. Nee. Das bist du immer, Max. Also ich Pinky Winky oder? Ich bin versoffener Stiefel, mein versoffener Zwillingsbruder. Das könnte man ja doch sehen, ne? Der scheiß Kreis in meiner Hand ist immer noch da. Ja, ja. Tobi, wo fährst du denn rum? Ich komm zu dir rüber. Ja, warum fährst du die große Schleife? Endlich wieder Atrach hier. Wird schon langweilig. Da hinten am Horizont, da fällt gerade so ein Fliegel. Hinterm Horizont geht's weiter. Ich langfliegen gehört. Ja. So wird so viel Udi gehört, wa? Von hinterm Horizont war ja auch nicht die Rede. Hm. Oh. Oha, Max im Internet. Oha. Tschüss. Max im Internet. Ja, rundum leuchten, du bist voll. Ich fahre dir da mal kurz zur Seite. Ist nichts weiter passiert, voll. Alter, wo? Oh. Vom Hof aus an die Wand kippen. Jürgen, der rundum leuchtet ist an, ne? Wie kam der hierher? Ach du Scheiße. Wer hat der Fahrer rausgesprungen? Das könnte eng werden. Ich glaube, da kann ich mit dem MF ein bisschen nachdrücken. Alter! Bin gleich da. Oh. Wo steckt der denn? Oh. Jetzt gehen? Ja. Hey! Oh, sorry! Wie wär's mal mit rumholen? Probiere zu chillen, Achtung. Muss nochmal, also scheint stellenweise schon voll zu sein. Ja.
Ja, dann musst du ja von der Auf- und Abfahrten mit dem Radlader eh noch reinschaufeln. Dann fängst du jetzt das Keilsilo an. Bringt ja nichts, wenn wir die Wagen da nicht leer kriegen. Ich huste mir gleich die Lunge weg, Alter. Keine Ahnung. Was? Oh, der Duell, aber. Das sagt der, der am längsten braucht, wenn man im Hochraum. Ja, schnell, schnell ist auch nicht immer gut, ne? Haben gedattet, Max. Bleib lange. Ja, war leicht auf Abwägen. So, wo ist die Kolonne? Da. Oh, boah. Das war... Hast du so Angst? Gegen dich, oder? Haben sich ja die beiden richtigen getroffen. Sind sie beide in den Graben gefahren? Nö. Keine Ahnung. Ich denke, war so prickelnd, ne? Der wollte. Das war aber eine gerade Strecke. Ich hab nicht die Kurve geschnitten. Nö. Internet ist so prickelnd hier bei mir, ey. Ja, willkommen im Team. Ich denke, du hast so einen Toppen da. Ja, eigentlich schon, 50 dauert da, ne? Meine Frau hängt auch noch mit dem Tablet im Internet. Ja, aber eigentlich. Ja, zieh den Stecker. Was? Guck mal, Metzi, das passt ja. Schmeiß ab. Wer ist als erstes voll? Metzi hat jetzt gerade. Oh, warte. 15 jetzt so. Ja, wo häng ich denn? Er hängt. Oh, leck in der Kurve. Mehr jetzt die Büffelfahrer unter sich. Immer der gleiche, ne? Ich fahr gleich weg. Mhm. Sven, deiner wird doch schon ordentlich Stunden jetzt haben, wa? 60 gleich. 60? Mhm. Jetzt echt? Ja. Kick on. Ich hab ihn ja auch mit. Gut. Mit fast 50 schon über. Mhm. Hallo Bambi, mein Schöner. Oh. Na, Benki. Oh, ich mal. Sag mal. Enttäuscht mich. Warte, ne, da will ich mir einen Hexervater Hallo sagen. Dir sag ich auch Hallo. Du hast hübscher gesagt. Zu dir sag ich mein Liebling. Ach so, na gut. Nehmt euch eine eigene Hexenkabine oder so, oder? Wechseln im Funkkanal. Ey, Hermann, alte Zuckerblume. Komm mal so. Zuckerblume. Was ist das hier? Merzi, hier links, links, guck mal da. So ein 2 Meter Streifen. Oh. Na, ein ganz schön Sparte hier, Junge, Junge. Na, hier. Ach da, na gut, nimm mal mit. Wohin denn noch? Fährst du denn? Von der Wiese aus. Was du, Frau Bambi? Mach's gut. Von der Wiese aus. Auffahren. Max. Hermann. Ja. Ja. Merzi, das ist meine Bahn. Ja, wir fahren bis unten, bis zum Dings hin. Da hat Bambi. Genau, bis zum Keil. So haben wir das geplant. Ach so. Moin Giftpilz. Moin moin. Na, hoffentlich ist er nicht so giftig, wie er heißt. Schwanzvergleich. Komm schon rüber. Ja. Guck mal. Sekro ist am Start, ha? Mhm. Ja,
also ich sehe Keilschwaden, müssen wir noch üben. Generell. Das waren ja die ersten Stücke, die sie gemacht haben hier. Ja. Jo, voll. Voll. Dann bis gleich. Jo, der nächste Schwarze kommt. Der Greni kommt. Oh, ist der Weg. Wo darf ich rückwärts da hindrücken, wo ich stand, und da abkippen. Jo. Bist du jetzt hinten im Kurzen, oder was? Lennart? Was? Hast du jetzt hinten das Kleine, oder was? Muss ich im Lauter stellen. Verstehe ich halt überhaupt nicht. Oder ziehst du noch was ins Große? Ja, hier vorne die Auffahrten. Bisschen. Ach so, Da können die Flügel ja gut hochdrücken. No. Fahr mal fort. Hexe mal kleben. Oh, der Rest ist für die Schafe. Jo. So, jetzt ab durch die Hecke, ne? Hier vorne ist alles weg, ja? Jupp. Dann muss man davor. Jo, wunderbar. Ja, der Hexer ist ja ganz komisch, ne? Du musst wirklich gucken, dass er mit dem Turm von vorne bis hinten rankommt. Voll. Jung. Was ist denn da, der Kreuzer? Klappt's. Heiß. 360 Grad. Danke, Atze Game, für den Follow. Und herzlich willkommen beim Grashörsans VP Stream. Tobi, fahr du vor. Jo. Hast du das gesehen, Bambi, wie elegant ich gewählt habe? Ja, Junge. Du bist. Das ist einfach ein Traum. sag bloß erst noch dein Lieblingsfursi. Was für ein Lieblingswas? Dein Lieblingsfursi. Wessi? Ja. Na klar. Ach klar, gleich. Oha. Volle Pulle, volle Pulle. Ins Kalsilo. Ins Kleine hier. So. Wird sie voll? Jo. Betsy ist schon wieder voll. Oha. Nee, war gestern erst. Blocks auch mal eine Abwechslung, ne? Zeit ist schlimm. Jetzt war wieder ein paar Tage trocken. Das glaube ich dir nicht.
Na doch. Ey, was geht mir mit dem Internet ab, Alter? Willst du mich an die verflachsen jetzt? Vielleicht. Ey, was ist denn mit meinem Internet los? Alter. Durchgehend 100er Ping jetzt. Willst du mich eigentlich ficken? Ja, Lennart, du musst mal die Dings machen. Tja, Jürgen, hättest du auch hier rumkommen können. Achso. So ausgelastet sein, ey. Ja, ins Kaisel muss es jetzt. Ja, ja, warte. Silo, Arte, Rohmasse, Grassilage, Roh. Ach ja. Und ab dafür. Tobi, kommst du durch die Hecke und dann direkt links? Okay, ja. Der Herbahn kommt nämlich von unten zu Merzi. Wer hat denn den MF hier einen mitgegeben? Stand eben noch gerade. Herman Völksen, der ist ein bisschen durcheinander. Ja, ich war gerade. Ganz woanders. Oh, Tobi, zurück. Oha! Oha! Ist hier einfach nur da hinten die AW80 langschlängeln. Ah, die kommen hinterher. Die kommen immer hinterher. Die, ja. Die kommen auch mit verbogenen Deichseln hinterher. Richtig. Und wenn du den zwei Spur blockst. Ja. Hast manchmal, ne? Das Zugmaul ist da drehbar. Na. Ja, mal gucken, hier unten rumfahren. Takobuga hat natürlich noch zu. Das Bambi Stammkunde hat sich neu erstmal einen Hotdog geholt. So, nee, hatten sie gar nicht mehr. Ich muss mir so einen Beefburger holen. Das war bestimmt ein echter Hund. Muss man gerade. Ja, mach das. Irgendwas mit Internet, denke ich mal, ne? Genau, ja, neu starten. Ne? Gute Reise, Jürgen. Komm uns wieder besuchen. Ja. Ins Kaisilo, ne? Jo. Nee, von der Weide aus rückwärts noch ins normale Silo drücken und die Auffahrten zuschütten. Ah ja, er war ja Fliegefahrer. Meinst du von hier oder was? Von hinten. Ja, genau. Nachwärts hochdrücken und dann bist du in die Auffahrt zuschütten. Sobald wir hier hochkommen oder was? Sobald du abkippen kannst. Du Pemmer folgst in der Internetspend auch oder bist du voll? Oh, die steht auf der Straße? Ja, ist fast voll. Oh. Oh ja, da ist er weg. Herzlichen Glückwunsch.
So schnell geht das, ne? Nope. Ist mal einmal quer hier durch, hilft auch nichts. Oh, wo steht er denn hier? Lennart, willst du dann erst rausfahren, bevor ich zuschütte, oder? Da kann ich euch zuschütten. Gut. Benzin, komm. Bist du wieder da? Oh. Na klar. Warte mal kurz. Das Fenster hier aufmachen und das hinpacken. Gesehen. Deswegen habe ich auch nichts gesagt. Wurde sie ja gefuscht? Nee. Ich habe gehört, die Hexerfahrer sind noch Fuscher. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Waren wir doch Häcksler, ne? Was? Zumindest einer von denen. Hm? Zumindest einer von denen. Na, Bambi, er meint dich. Okay, Feld 10 wird er dann demnächst gedroschen, ne? Ja, ne? Gerste, ja. Mhm. Kann den dann alleine pflügen. Na klar. Bin ich dafür. Ach, das wird er noch. Nee, mit dem kleinen, ne? Dreischer. Achso. Sicher. Mit dem ZT, Mann. Wenn Bambi ihn überlässt, ja. Oh, oh, oh. Oh, ein gutes ZT. Das ist ein Heiligtum, ne? Sag ich dir, heute hast du wieder Wasser gefahren mit dem Bomber. Das erste Mal muss ich so viel lachen. Wie er sich gleich reingesetzt hat mit dem ZT. Wo willst du denn da, meine Schafe? Ja, da glaube ich. So, Merci, mach schon mal die Handbremse rein. Voll. Jo. Und über drunter hier die Ecke, ne? Ja. Oh. Ach, okay, hier. Feldweg. Und ab. Ab die Wette geht. Ist das eigentlich kürzer, wenn man jetzt hinten von der Agravis aus rankommt, oder nimmt sich das nichts? Also dann wärst du näher bei mir. Kannst machen. Ja, Benki, wenn du hier runterkommst, ne? Mhm. Du hast ja ein Stückchen weiter runter, kurz vor der 19, geht rechts am Feldweg rein. Den bin ich schon hochgefahren, ja. Ja, Merzi ist an der zweiten. Einfahrt durch die Hecke. Jetzt wurde ja alles klar. Lennart, wieder auf Silo drücken oder ins Neue? Ja, wieder auf Silo drücken. Kommt da einer in den Feldweg gerade hoch? Eigentlich nee. Nicht. Sieht nur so aus, okay.
da Bambi ja am Fluss unterwegs ist, dürfte eigentlich keiner kommen. Ich glaube, mittlerweile ist es auch kürzer, wenn man wenn man mit Bar Graves hätten lang fährt, oder? Oh. Ja. Ich sag mal, es kommt drauf an. Wenn man sieht, dass ihr da oben jetzt ungefähr seid, kann man so und so fahren. Mhm. Sorry. Nicht passiert. Vorgewende hier noch? Nö. Ist weg. Ui, warte. Kann ich nicht sehen. Diese Bank hier schöner klappt, ne? In System. Jeder weiß Bescheid. Genau. Bambi voll. Jo. Gleich wieder. Jo. Tobi, ich bin hier oben an der Hecke. Letztes Stückchen ja. Vorgewende noch. Ah, ich habe wieder einen Teufelsping, Alter.
Join ja. Jo. Ja. Jo. BB. Und wer kommt hier? Die Jürgen. Die Jürgen. Hast deine Frau das Tablet aus der Hand genommen? Ich habe jetzt Fritzbox neu gestartet. Ich bin voll Matzi. Jupp. Ich hätte gesagt, den hätten wir mal kurven sollen, den zweiten Häcksler-Bombi. Meinst du? Mhm. Ach, wozu? Der ist doch nachher eh nicht ausgelastet. Meinst du nicht beim Mais? Ja, okay. Das sind kurze Wege da oben, ne? Sehr, sehr kurze Wege. Ja. Naja, gut. Ja, komm. Aber dann meine ich so zur Saison überhaupt, ne? Steht er auch bloß rum, naja. Ja, das stimmt. Jürgen, was war das denn? Voll die Lachs. Ja, die Ecke kennen wir. Nee. Aber nicht in dem Sinne. Nee. Das lief für unsere Verhältnisse lief das viel zu geordnet ab. Meistens hintereinander, ja. Gar keine Spannung im Spiel. Was hatte die Lassung für Merzi? Metzi, schmeiß den Kahn an. Ja, das läuft. Ah, klar. So, bloß noch eine andere Seite der Wiese und dann ist ja alles weg, ne? Ja.
Sind die kleinen Pissecken schon weg? Welche Pissecken? Oben beim Hühneronkel. Ja, die haben wir da mitgenommen gleich. Okay. Die wir vom Polder 1 runtergekommen sind. Dann sind wir am Hafen vorbei, haben da die Ecken mitgenommen und dann Polder 3 und ja. So weiter und so fort. Die Anovisa hat auch nur in sich, ne? Ja, es ist ja auch nicht wenig. Gerade clean ist sie nicht. Mal sagen die, ja, jo. Ich weiß nicht. Ja, doch. Nee, lass mal die nächste nehmen. Wieso ist er zweiter? Wer hat da die? Die sind schon richtig. Bambi hat die vierte. Wenn du jetzt die nimmst. Wohin landet? Ist richtig. Dann musst du aber knapp links rumdrehen. Hört mal so stehen. Komm mal ran hier. Nee, ist richtig. Merzi hat die richtige. Also beim Hof nochmal rückwärts rausschieben. Was sagst du? Beim Hof nochmal rückwärts rausschieben, das was geht. Weil die andere kommt nicht wieder hoch. Das ist ins Kalsilo. Na, ich hätte jetzt anders gedacht. Naja. So, ja. Hörst du mich? Beim ja. Hof. Beim Hof. Nicht auf der Weide. Nicht auf der Weide. Nee, beim Stall. Achso. Ja. Das schon mal vor. Und Lena, wie macht sich der Cerion? Ja, ganz gut. Deshalb hat er Xerion und Teleskop an. Ja, eben hier die Kantencheck machen, ne? Hm. Aber der gefällt mir auch, der Teleskop leider. Passt zumindest farblich dazu. Ich muss jetzt erstmal einen Lennart lauter machen, weil mein Techno ist zu laut, ja. Techno? Techno. So, das dürfte ich mal. Silo meist besser hören. Wunderbar. Wer tanzt denn hier so vor mir her? Ist das Bambi? Ja, hat nichts zu tun. Moin, moin, ihr Banausen, schreibt Sven. Moin. 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 Jo, halt. Komm, ich hab mir was für dich. Nein. Look auf. Ja, hier bin ich. Hier, dass du wieder rüber wirst. Ah, nee, ich hab auch nicht so viel gedruckt. Lassen wir das mal für hast heute. Naja, ja, ja. Mann. Ich bin erstmal geheilt. Alkohol, das ist ich bin ja heilt von Wochenende. Ich muss erstmal Pause machen. Bis morgen oder was? Naja, erstmal für die Woche mal Pause, ne? Oha. Die ganze Woche, ich erinnere dich dran. Naja. Wenn sein Neffen Benno auch wieder mit bei hier. Das ist aber komisch da drin. Oh Jan, kannst du einen ausholen? Ich stehen beide rum. Okay. Komm mal zu mir. Oder gibt's jeden einen Anhänger? Lennart, ich kipp dann gleich ins Keil-Silo rüber. Genau, ich gebe jedem einen Anhänger und ich stelle mich an die Seite und rauche eine. Ja. Klingt nach verdammt gutem Plan. Hohoho. Ja. Ho, ho, ho. Ja, fahren wir zum Schäfer. Genau, um die Leute was zu gucken. Die Räder? Bambi kann mal Pause machen. Nee, die waren schon drauf.
Also die Mods, die wir hier spielen, die gibt eigentlich alle zum Download. Außer die Karte halt, ne? Oh, Rennfahrer Jürgen ist ja da. Also über die Agravis geht's wirklich schneller, weil Jürgen ist vor mir noch am Hof weggefahren und kommt jetzt erst nach mir an. Naja, zeig ja. Der, und der fährt 16, ne? Und er fährt vor allen Dingen wieder über Schwatt. Wo kommt der her? Aus dem Internet. Der Jaguar. Ja. Ja, richtig aus dem Internet. Aber ich habe ihn bei LS-Portal oder so, habe ich ihn gefunden. Na. Ich denke mal, du redest vom Häcksler, oder? Warte, böse. Was ist das? Sven schreibt von Klaas. Ja, stimmt. Der kommt von Klaas. Oh, Benki, ich sag Button Büffel. Und was für ein Büffel der da drin hat, ha? Boah, den habe ich noch nicht gesehen, ne? Ja. Eine ganz so breite Schluppen habe ich nicht wie der. Safe. Jürgen, komm ein bisschen näher ran, nicht ans Nachbarfeld fahren. Kehr, Kiste, nee. Der wirft schon weit, aber so weit noch nicht. Ja, das stimmt. Bis auf die dort. Oh, leider macht die letzten feinen Arbeiten. Voll. Sag mal, Jürgen. Ich hab voll Lachs. Das ist nur kurzer hier, hä? Wird der inner aggressiv? Ich bin frei geworden. Wo kommen die denn jetzt auf immer alle her? Die haben Kaffee trinken gemacht oben am Hof. Mam, mam, mam. Schwarzwälder Kirsch mit ordentlich Kirschwasser dabei. Oh ja. Da bin ich jetzt auch drauf, ey. So, Jürgen, hau ab. Ich nehme auch was aus dem Kühlschrank. Das ist erstmal Häckseltechnik für Männer. Zwei Züge sind ja noch hier, ich kann mal noch einen dritten sammeln. So. Also Lockdown tut dir ja nichts, ne? Nein. Das täuscht immens. Macht ihr denn da noch viel oder kommt ihr schon über die Straße demnächst? Liegen noch in einem Keil unten, liegt noch ein bisschen was drin. Ja. Das tue ich denke ich noch drauf. Also das müsste hier bei uns drauf gehen, bei Benki und Tobi. Das war schon. Nö, und dann haben wir noch eine Wiese. Ach so. Ja, einmal über die Straße rüber.
Merzi, ich lasse die nächsten zwei für dich wieder, ne? Jupp. Und dann kannst du warm anschneiden. Den geht in Mais. Genau. Mais. Bist du nicht dabei? 6 anfangen oder 7 gleich? Die 6 machen wir erst, ne? Obwohl, oder nehmen wir erst die. Jetzt haben wir ein paar Leute hier. Bis dann, wie die Tage aussieht. Dann können wir gleich ankabeln, alles. Ab 10 bin ich weg. Ich okay. Auch. Ich hab 11. Oh. Ja, bis um 11 mal, ja. Otto, wir setzen mal rüber. Ja. Na dann. Max sein, da muss dann noch einer hochfahren hier. Ja. Na, der kommt bestimmt nicht mehr. Ne, der hat mir gar geschrieben, sondern der macht Faxen. Hm. Ne, mal gucken, dann fahre ich gleich schon mal ein Stück weiter. Wünsch schon aber noch einen schönen Abend. Ja. Ja, stimmt mal, schön. Grüße zurück. Grüße. Grüße. Ja, genau, Grüße. Füße. Kannst halt, Glück Tobi, ich war falsch. Alter. Ey, Jürgen, was machst du denn hier schon wieder? Mein Internet spackt total um. Oh, ich hab doch gesagt, Tobi, ich war falsch. Fahr den Hänger jetzt weg oder dann mach ich sehr aus. Weil mit dem Internet macht das keinen Sinn heute, oder? Ich glaube, wir waren keine Überfahrt. Beste Leitung von allen hier, weißt du? No. Hoho. Nicht die hier gleich mal ziehen, die Zwolle? Will ich ja machen, wir müssen hier oben anfangen. Verstehst? Wenn er jetzt runterkommt, dann... Ach so, haben sie hexet. Naja. Ja, nee, passt. Ich dreh. So. Denken 70, Tobi 50. Ja. Mal 2. Tachchen. Voll. Jupp. Na. Warte kurz lang, bitte. I'm on my way. Dann mal kurz, wenn wird nach Pauschale berechnet. Nicht nach Tour. Du musst sie mehr fliegen lassen, die HB80. Ah, geht nur mit genug Schwung. Die Schwade sehen auch drollig aus hier. Hier ein Bogen, da ist gerade, da ist wieder ein Bogen. Tja, Schwarm muss noch ein bisschen üben, ne? Die selbst. Ja, ich nicht. Nö. Wär auch traurig, ne? Als längstes MVP-Mitglied hier, wenn du nicht sparen kannst.
Einer der längsten. Sigmar Bambi läuft schon wieder 8, nee. Tobi fährt schon wieder wie ein Rauli. Ich glaube, bei Bambi ist der Schluck wohl alle. Ja. Bambi, du kannst ja schon mal den MF bei der Agravis noch wieder ein Stück weiterfahren. Wird eben schon gesucht. Vielleicht kriegen wir ihn ja Stück für Stück weiter. Oh. Ah, das sind doch Kinder hier. Hier hat doch einer durch den Baum gespartet, oder? Nein, das täuscht mir jetzt. Ah, okay. Aber ich spartet habt ihr in Südthüringen, ja? Ja. Okay. Mit dem Band spartet. Großteils. Oh, das System ist ja das gleiche, ne? Zwiebel rum? Eigentlich schon, ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil die, die gespartet haben, haben hier jetzt gerade nicht gespartet. Na, Jürgen hat gespart, ne? Und Greni, ne? Ja, ich war ja nur um auf Polner 1. Mhm. Na, ist ja egal, aber... Ob es von immer, dass wir 19 nochmal Gras machen, aber. Mein 17er. Ah, ein 17er, ja. Mein 19er machen wir nur noch Forstwirtschaft. Voll. Ja, und auch endlich mal Zeit. Der Landwirtschaft ist ein absteigender Ast. Die Bambi. Der Bambi Generator. Das kommt erstmal Lennart zu, beim Silo hier. Ist gerade live auf Twitch, Lennart, ne? Ja, nur holst du ihn hin. Ja, ich habe auch gerade gesehen, dass ihr die Wiese gewechselt habt. Hast du die PDA auf? Nee. Einfach mal die neuen drücken. Richtig. Ja, wohin? Junge, lass mich eben kurz raus. Dann. Auch gut für den Gegenverkehr. Einfach hier vorkippen oder? Sven, und das die Aussage aus deinem Mund. Ja. Ich sag nur gestern. Oh, von vorne hat der Wechsel drückt von hinten. Oh. Guten Abend, Wari. Ja. Moin. Favorit 615 schreibt Markus, moin. Achso, das Wari heißt übrigens Markus, ne? Naja, Benki, ich sag mal, mit der kleinen Karte kannst du ja so weit voraus auch nicht gucken, ne? Nee, ist richtig. Vor allem bei der Vierfach ist die Skalierung da immer schwierig. Eben. Gibt's ja keine Einfahrten? Ja, doch. Schlecht. Doch. Ja, oben an der Hauptstraße, ne? Wohin Landert? Der Landweg ist eigentlich Okay. Das ist ein Wanderweg. Der in Polder 3 endet. No. Deswegen, ich bin ja auch langsam gefahren. So. Ausnahmsweise. So steht sie an einem verlassenen Häcksler. Welchen? Bambi seiner. Von Paul der vor dem anderen. Gefahren, neulich. So. Und die Leute wenigstens mal zu gucken. Weiße Felge, rote Felge. Zum Beispiel. Ich erstmal 100%. Der Weiße muss immer laufen. Oh, jetzt ist was los am Silo. Bin auch gleich da. Na, wag jetzt gleich Markus. Ja, Bambi ist auch hinter mir und Benki ist auch gerade am Abkippen. Nein! Versucht abkippen. Dann ist ja Frühstückspause oder was? Oh, das kann auch schon nicht angehen. Lennart, ich pack den dir mal hier, ne? Ja, Bambi. Bambi, du brauchst gar nicht weglaufen, da unten ist irgendwo ein Abfahrer. Na. Oha. Kommen wir wieder mit dem Schwung näher. Komm schon! Jetzt stell dich nicht an. Komm, besser ein Schwung hier. Dankeschön. Warte mal, dann fahr ich mal hier schnell nochmal hier hoch. Ein Stress, sag ich dir. Hier kommt auch keiner entgegen, ne?
Jan war schon unten an der Wiese, wie ich abgehauen bin. Dafür sind jetzt die drei beim Abladen. Willst du mich zuerst abkippen lassen, sonst wird der Haufen noch... Nö, du hast mich überholt. Schatten gereist. Oh, zieh doch zu. Braucht noch einen unten? Ja, klar, ne? Ja. Haben wir gerade vorhin angefangen. Da kommt doch schon einer. Oh, er fährt in die andere Ecke. Na klar. Da ist ja noch einer. Ach, Katastrophe. Was? Ich will ja noch abfahren. Ja, guck mal. Map. Was macht denn Jürgen hier schon wieder? Für ich weiß es doch nicht. Danke, Schei. Oh, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen. Für dein Follow. Ich mach. Ja. Sehr gut. Ja, sorry. Vielen Dank für dein Follow. Und herzlich willkommen bei Mark Graf, das ist vom PS-Beam. Oh, Rad hat geleckt. Alter. Sag mal, Lennart, was machst du da? Habt ihr gerade auf dem Feld eine Kaffeepause gemacht und darauf gewartet, dass er auf einmal kommt? Na klar. Ich hab nur die Bude von Max da hochgefahren. Voll. Wollen wir denn mit beiden Hexern dann den Mais geben, Herzi? Wir gucken, wie viele Leute denn noch da sind, ne? Aber wo hatte ich so geplant? Können wir direkt immer üben. Oh, Tag Hase. Sein. Doch nicht. Wie? Ja oder nein? Was denn nun? Ja, machen wir noch ein bisschen. Sag mal, ey, mein Drecksinternet, ne? Und nochmal. Ach ja. Wenn ich fahre jetzt mal so runter, wir nehmen mal die komische Schleife weg hier.
gedacht. Hab mir so gedacht. Für den, da brauchst du nicht so wenden mit deinen Höllengespannen. Da gehen tut er wie Sau hier. Nam Klaas 87. Moin moin. Moin. Jo. Hatte Geruch, Speicherlack. Yep. Man hier sonst nicht schafft, aber Kilometer schaffst du hier. Mhm. Bambi-Spur da, ne? Ja. Wen hast du bei dir, Bambi? Tobi. Ja. Sind die andere hier rechts auch mal weg? Ne? Ich bin raus heute. Hau in, Jürgen. Ja, jo, mach's gut. Machen. Das ist dann einfach ja, nachher, ne? Tschüss. Ich denke mal auch, ja. Ja, mal nur ein Vorgewende. Hier mal drei. Ganz komisch. Hm. Oh, da war die Brücke.
zusammen. Voll. Okay. Dann nehmen wir den Streifen da hinten mit, ne? Ja. Wer braucht? Matzi sonst wie. Joe, das war's, oder? Wie, das war's? Naja, ich meine, ist ja keine durchgehende mehr. Naja. Ah, ist egal. Als wäre ich damit. So, das hier müsste die vorletzte sein, ne? Diese jetzt, die kommt, ja. Denk mal schon. Oh, dann machen wir die letzte da unten da weg und dann bist du auch schon fast voll, ne? Ich denk mal, ja, noch 8000. Oder kommt jetzt neben der noch eine? Ja, was kurzes ist ja noch. Ja, ja, dann twitchen wir rüber, ne? Wenn wir so weit kommen. Na, dann fahr ich lieber jetzt rüber. Ja. Wir fahren jetzt gleich links hier hoch, ne? Ja. Und da auch noch mit hier. Hat er gesehen. Ja, dann kann ich den Häcksler eigentlich schon wieder zum wegbringen, ne? Ja. Sind der Bus auf 4 Transportfahrer. Die beiden dicken und 2 kleine. Bin nicht dick, ich bin flauschig. Sorry, jetzt hab ich gepennt. Na toll. Aber der Häckslerfahrer hätte ja auch was sagen können und nicht stur sein brauchen. Jetzt einen anderen nehmen, die haben brauchen. Achso, Märtchen, den kann ich ja direkt hier vom Feld eigentlich abgeben, oder? Denk, beim Hemmer kriegt man mehr, wenn man den da zurückgibt. Nee, beim Zurückgeben nicht. Gemietet ist gemietet. Na ja, eigentlich schon, ja. Wenn du nicht das falsche Equipment zurückgibst. Aber gut, steht ja da. Gemietet. Den einen hast du nur gekauft. Genau. Weil beides gemietet ist? Nee. Achso, ja, stimmt. Hey, Häcksler und Pickup. Guten Abend, Wirtschaftswunder. Abend. Oder wolltest du noch mal mit dem Meister mit? Na, erstmal noch nicht. Ab um 10 sind noch mal 2 weniger, ne? Okay. Ich glaube nicht mehr lang da dann. Was? Welche Bahn willst du nehmen? Wir nehmen das hier, das, hier rechts, rum. Fein. Das ist so ein Kauderwelsch hier, ich spar das. Der Schweizer Max, moin. Aha.
Warst du das hier, Max, oder was? Wohin, Leonard? Wenn du reinguckst, rechts hinten ran. Sag mal, Leonard, das klimpert doch gar nicht bei dir. Ja, heute keine Eiswürfel. Ich war gestern noch am Geburtstag. Ach so. Hat auch genug. Noch genug. Deswegen trinke ich gerade nur Bier. Also trotzdem. Bier an der Pulle. Ja. Wieder steht sie erst um 4 Uhr aufgewacht. Um 4? Ja, da hattest du das Frühstücksbier nicht gehabt, das Mittagsbier hast du nicht gehabt. Oh. Nein. Wo der überall hochkommt, ne? Wirtschaftswohner wieder Berlin. Boah, sehr gut. Bin natürlich hier nicht ganz nüchtern nach Hause gekommen, wie immer, aber war gut. Sven war gut, wo ich den Ruck markiert habe, ne? Boah, auf, ja. Hahaha. Deibel. Bami würde bestimmt nicht nee sagen. Der hat bestimmt noch nicht geguckt. Nee, naja. Kann er ja nicht, muss er extra fahren. Nicht mehr. Bin voll. Ja. Ja, und bei dir, Wirtschaftswunder, hast du gestern noch einen schönen Abend gehabt? Oh, Lennart hat aufgeräumt. Jo, so langsam wird's. Publikum rein. Rück mal ab, Sven. Ja, wir drin, nee, komm mal erst raus. Nee, ich hab drin noch genug zum Schieben, alles gut. Herr Wirtschaftswunder schreibt, er ist morgen wieder am Start. Okay. Na denn. Bei mir morgen wieder Abend, ja. Zeit wird auch. Schöne Zeit vorbei jetzt, wa? Sag mal, Tobi, durch was für eine 14 bist du denn gefahren? Dein Schlepper sieht ja dreckig aus. Der war heute schon fleißig am Ballen fahren. Ach so. Das sind schon knapp 8 Stunden heute drauf kommen. Den Schlepper. Ja, insgesamt ist er jetzt bei 18,4. 61. Das ist doch schon mal die gemütlich vor. Gab's wenigstens mit Happy End? Oh, Mads. Muss ja nicht mehr von dir auf andere beziehen. Na genau. Wer hat denn das immer gesagt früher? André, ne? Richtig. Der hatte der vorgestern noch was dazu gesagt? Na, irgendwas hat er richtig geschrieben gehabt, aber was genau weiß ich jetzt auch nicht. Ja, uns André. Hat mir weggeschmissen, ey. Naja. Da konnte ich manchmal öfters wegschmeißen über den, ne? Aber wenn er da war, hat er auch die Rinne gehauen, ne? Ja, da konnte ich sagen. Weil der hier damals die Karte hier gedreht hat und so, ne? Ja.
Warum frage ich, schreibt Sachsen-Paule. Ja, voll keine Frage, ne? Na, kann man sie nicht, ja. Na, kann man sie mal interessieren für seine Freunde? Pass auf, dass du dich nicht fragt, ob du tapezieren möchtest. Max schreibt, du bist ein bisschen durch die Vogelscheiße gefahren. Deine Fellen sind ja ganz, ganz, ganz weiß. Ja. Der ist auch gut. Sachsen-Paul schreibt, klappt wohl nicht mehr, weil du bei mir fragst. Hä? Na klar, klappt er bei mir. War das nur eine Frage, ob du ein Happy End hattest? Entweder ja oder nee, oder du machst wieder ein Drama draus und sagst es mir nicht. Na, also, mach's. Vergiss es einfach und tut es. Drama, Baby, Drama. Drama, genau, you know, Drama, Sachsen-Paul, Drama. Oh Mann. Ist hier los? Stau? Warte mal. Ist hinter mir einer? Oder? Jetzt haben wir 20. Bambi. Matrix, hi, you playing a multiplayer? Yes, we play a multiplayer. Was? Auf Englisch? Was ist ihm los? Denk mal, dass das unser ist, oder? Sure, Matrix 1132. Theoretisch könnten wir dann jetzt aber auf Englisch weiterspielen, nicht damit wir auf das internationale Publikum erreichen. Danke Mausel für dein Follow und herzlich willkommen beim Agrarsys MVP Stream. Moin. My English is not so good. Ja, I hear that because that's not so yellow of the egg, ne? Look at the chick in the eye. Your English is very bad. Yes. Und sag ihm das doch mal. I only understand strange station. Schön. Schreibt Sachsen-Paule. Bei mir ein bisschen mehr Abstand. Ist ganz schön dichter. Ich dachte, der nächste wollte daneben fahren, aber naja. Können die nicht Er fragt, ob. Ich bin voll. Okay. So mal. Er fragt, ob er bei uns auf dem Zauberer joinen kann. Sag ich auf Englisch, das geht nicht. Wenn er den Mods alle hat. Was? So schnell, Matzi. Das ist doch bestimmt Matrix hier, da macht es doch bestimmt Spaß mit uns hier. Ja, finde ich gut. Wie? So schnell? Ja, wir fahren ja 20, hast du nicht zugehört? Nee. Ja, alles was geht hier. Ja, ich kann 40. Bye. Na, Matzi, jetzt kommst du.
Ja, sag Wirtschaftswunder, dann schlaf schön, ne? Spielen so viele an dir rum. Ach, Entschuldigung, es sind 50 Läufe, ich hab 50. Okay. Naja, auf die 10 Kammer. Na, komm. Na, Chris. Komm gut zu liegen. Ja, um mir doch nicht rinfahren hier, ne? Ja, du sollst Gas geben. Wie ein Fahrrad bestimmt. Seitlich auf dem Ständer. Hörst du die Hupe? Ich dachte wie ein Äppelchen im Stiel nach oben. Ich höre die Hupe nicht, ne? Du. Schade. Das habe ich auch noch nicht gehört, du. Das ist mir relativ Bambi. Gott, die Hupe? Ach, hör doch mal zu. Aber weißt du, beim letzten Wagen kann man es auch noch ein bisschen knacken lassen, ja. So, Tobi, einfach alles hinten links ran klatschen. Okay. Benki, wann hast du das letzte Mal so viel Gras gehäckselt? Oder abgefahren? Real life. No. Letztes Jahr aber. Ja, dieses Jahr nicht, ne? Dieses Jahr habe ich, Rekord waren 26 Hektar auf einem Wagen. Oh. Kann man machen. Wir haben uns so die Laubstellen gesucht. Wo das Laub runterkam, da hast du ja auch gesehen, wo der Spater lang gefahren ist. Macht natürlich Spaß, ne? Das ist ein Traum. Aber da hast du auch mehr krassen Kühler sitzen als auf dem Hänger. Muss ich eigentlich nochmal runterkommen oder Kühler? Habe ich genug Abfahrer unten? Ich weiß doch, Oh, komm mal runter. Letztes Jahr Außendeich. Ich komm bis hoch. Wir haben zweiter Stück gehäckselt, war. Da auf der Weide war es noch der erste. Aber nach, du konntest während des Hexens nicht sehen, wo du hinfährst, weil du komplett in der Graswolke eingenebelt warst. So war es dieses Jahr im Mais. Wir haben dann so weit machen müssen, dass unsere 700 Johnny und 800 Johnny mit GPS abgefahren sind, weil wir nicht mehr gesehen haben, wo der Häcksler neben uns ist. Jo, kann man machen. Und der Mais war nicht so hoch. Der Mais war, wenn wir Glück hatten, einen guten Meter hoch. Ja. Wirtschaftswunder schreibt, ja, Merzi könnte auch mal abfahren, dass die Leute hier gucken, kommen auch mal was anderes sehen. Du wolltest ins Bett. Na, gute Nacht. Metzi, was ist los? Achso, ich hab den alten Tempomat noch. Klemmt das Pedal? Nee. Ich glaube, Bambi und Benki können oben bleiben. Jo, ich mache jetzt den Schluss. Oh, ich bin jetzt hier. Jan steht auch startklar. Tobi kommt nochmal. Warte, Benki, du hast vorhin gesagt, wir sind alt. Ja, nö, aber ich bin so müde. Und morgen klingelt er weg um 5. Ja. Willst du mal einen Kühl melken oder was? Ja. Nö, ich muss auf die Scheibenenge. Doch, früh schon. Jo. Chef macht Stress, wir müssen noch 200 Hektar GPS einschreiben. Jo, Arbeitsbreite. Ich meine, dass wir dieses Jahr nicht mal um die Zeit fertig mit Hexen waren, das sieht er nicht, aber gut. Ja. Jo, was hat eure Scheibenenge? Hm? Arbeitsbreite. Ja, wir haben eigentlich eine Carrier, eine 8 Meter. Ja.
aber haben jetzt aktuell von Great Plains eine Kombimaschine da. Ja, praktisch so wie so eine Art Top-Down, sage ich mal, nur mit für flachere Bodenbearbeitung. Ja. Letzte Piss. Da hatten wir nicht. Weil der Vertreter, wo da war, der hat gesagt, boah ja, das Ding ist die Zukunft. In Amerika machen sie alles damit, diese gezackten Scheiben sind richtig toll. Die schneiden alles kaputt, ohne sich in den Boden einzudringen. Richtig, richtig gut. Und dann ruft nur ein Kollege an, ich habe die Geschichte auch nur gehört, ich war letzte Woche in der Schule, dann hat ein Kollege den Chef angerufen, jo, die Zukunft, die ist kaputt. Oh. Hä, warum? Ja, da hat sich ein, die hat einen Stein Lennart, das ist bekannt. Falsche Siloart durch die Außenmauer geschoben. Mal gucken, wie die läuft, bin gespannt. Hm. Ich weiß nicht, was meine Kollegen machen. Ich bin als Azubi auf die Scheibenecke gehockt worden und gesagt, ja, versuch mal dein Glück, hat der Chef gesagt. Irgendwie kommt mir der keiner klar. Und jetzt habe ich mich irgendwie da, habe ich mir da meinen Kampf, meinen Platz erkämpft. Ach so. Die will keiner fahren, weil man die ganze Zeit die nachjustieren muss und die ultra feinfühlig ist, weil die Flügel verzogen sind, weil die Zylinder meinen Schlag abgekriegt haben. Super. Weil unser Werkstattmeister meinte, er muss die zuklappen, während die Reifen unten sind. Oder ja, oben sind. Ja, sowas haben wir auch auf Arbeit. Und für den Joker ist mein Chef zu knauslicht um die Drecks Great Plains jetzt. Mhm. Merzi, willst du den Anfang zu wechseln? 6 oder 7? Meier hat noch auch der letzte Piss. Ja, müsste es ja beinahe bei 40, 50 am Tag sein, ne? Hektar, die du schaffst. Ich bin da schon mit 8 Meter. Ja. Hm. Wenn ich es richtig drauf anlege, mit dem Magnum knappe 100. Oh, doch, ja. Aber da muss ich es drauf anlegen, also 18, 19 km/h und dann lange Schläge. Ja, gut. Hast du schon Gebiss, Merzi? Ja, steht schon beim Hof. Wohin, Lennart? In die Mitte. Okay, gut. Merzi hat schon Gebiss, in dem Alter. Na klar. Ja, eine Krone und eine Brücke, hat er gesagt. Mhm. Nicht hier jetzt. Würde nicht jeder wissen. Naja. Wer ist denn da schon wieder Chips? Ja, unser kleiner Alkoholiker. Ach, Lennart. Ja? 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 Ach so. Ach so. Alles gut. Ja, weiß gut, ich nicht. Ja. Mal gucken, wie viel wir noch da sind, ne? Ich bin jetzt hier oben geblieben, ne? Ja, müssen wir sehen. Ja, Tobi ist ja mit der großen Karre noch da. Ja, Tobi hat jetzt gerade angefangen und sind noch ein langer Schwatt und ein ja, halblanger. Muss ja eigentlich. Und ich kriege mir den Rest die Schafe. Bambi Schafe, ja. Ja, wo ist denn Tobi überhaupt? Na unten. Ich bin jetzt unten bei Merzi. Ach, bist schon da? Der ja, ja, schon da. Er fährt auf Fendt. Ich hatte das nicht gesehen, weil das auf der PDA überlagert ist. Weiß ja nicht, wie lange Jan noch da ist. Ich fahre jetzt nur noch diese eine Tour. Siehste. Na, können wir wenigstens ankeilen. So ist ja kurz zu Ende. Ja. Halb fünf klingelt der Wecker wieder. Auch nicht machen. Im Team. Ist ja nicht wie hoch der Ertrag da ist, mal gucken. Bleibt der mit seinem Kahn hier stehen? Na. Kommst du doch vorbei, oder? Na klar. Na klar. Oh, ist ein schicker Hänger. Kannst du gar nichts sagen. Jo, also wenn beim Skorpion die Tür abgefahren ist, braucht sich keiner wundern, weil die steht auf. Auch die hat bei uns am JCB schon ein paar Mal gefehlt. Ja. Spätestens wenn sie in die Saatguthalle reingefahren sind und haben vergessen zuzumachen. Kling! Warte mal, anders haben wir schon sein, Tobi. Mit einem halben Cabriolet gebaut. Ja. Hier. Die Seite. Mhm.
Club der Lachnerwart, ne? Ne, doch nicht. Heißen wir weg. Das ist alles weg jetzt. Ach ja. Moin Timmy. Moin moin. Willst du einen Schluck haben, Sven, oder was? Was noch was? Warte mal. So, ich wünsche euch eine gute Nacht. Oh, schlaf gut. Ja. Bis morgen. Ja. Ciao. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ach, hier. Ja, also, Schluck. Damit, danke. Ja, Timmy, uns sieht ganz gut. Und wie geht's dir? Oh, mach richtig zu. Wo ist denn die Kühlbox? Ja, ja, mach. Gut, hab schon. Jetzt gerade mit Grashexen fertig geworden und jetzt. Auch schon noch Mom auf Mais um. Oh. Und den machen wir mal. Ja, Mais. Bei mir bezahlt gleich den Zion übernehmen, wenn ihr gleich Fernsehsexen wollt. Warum? Mach ich jetzt gleich aus. Sehen. Warum? Warum? Weil ich wieder um 5 Uhr aufstehen muss. Jo, post ich hier. Bezahlt, ja. Nix los, liebe Leute. Unglaublich. Eine Stunde machst du noch, oder? Lennart? Ne. Eine halbe? Geht doch, wunderbar. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der letzte Krasswagen hier ist. Mhm. Bin schon oben. Dann bin ich spätestens weg. Ah, Tobi. Ja. Oh, das Ding ist ja so gefahren, dass du gerade durchziehen kannst. Florian fragt, ob wir morgen beim Mais wieder aufstreamen. Aber ich denke mal schon, ja. Einfach in die Mitte. Hinten ran. Das Maisgebiss hingestellt. Ein Hof.
Und ein Technikhof. Ja. Ach da. Suchen wir oben einen Wolf. Nee, die Map kann man sich nicht runterladen, Timmy. Die ist privat. Wir ja. Bambi ja. Schade, schreibt Timmy, sieht sehr geil aus. Hui. Ja, danke. Du warst der Letzte, ne? Ja. Das ist klar. Oh, hier kriegen wir Probleme. Bei dem ersten Kalsilo. Warum? Das kriegen wir nicht leer. Na, da muss ein Silo-Cleaner hochschmeißen. Hat er ganze Arbeit da geleistet, ne? Naja, für den 17, dann wird's noch reichen. Ich denke auch. Willst du einsteigen, Bambi? Nö. Was? Machst du noch schön zu? Das dachte ich mir auch. Ich wollte noch wissen, wie viel Prozent verdichtet ist. So, dann fangen wir hinten das große Keilsilo an. Oder hier vorne das kleine Durchfahrtsilo. Ja, würde ich sagen. Häcksle gut, Häcksle gut. Ja, habe ich schon beides umgestellt. Mhm. Hätte man doch aber hier vorne auch, hier ist auch Wechselgut, ne? Welches? Ne, CCM. CCM. Das, das haben wir vorhin alles weggemacht. Und ja. Es hängt jetzt nur noch an der Wand drin. Ne? Ja. Timmy, ja, komm drauf an. Was du so gerne spielst. Du eher gern große Karten spielst. Oder normale Karten. Danke Tam für dein Follow und herzlich willkommen beim Agrar fürs FOP Stream. Moin. Moin moin. Normal bis groß. Normal bis groß, eine schöne Karte. Hm. Boah. Was würdet ihr denn für eine Karte empfehlen? Westerrade. Westerrade, jo. Ja, ist ein bisschen größer als die Standardkarte. Junge, ist das eine Nuckelpille. Kaufst du Hupen? Warum soll ich Hupen kaufen? Dann kannst du Hupen. Ach so. Ja. Kaufst du Hupen? Auch nicht schlecht. Das ist die Hupe. Menes, die Kisten können wieder auf dem Hof, ne? Welche Kisten? Ja, ja. Hier, Abfahrt und so, ne? Hm? Die letzten Tage doch auch hier oben stehen lassen, aber hier oben gleich wieder weiterfahren. Ja, ja. Aber eigentlich geht das auf. Runter damit. Haben wir denn hier noch den großen? Den großen.
Huch. Kulupe, ja. Brust auf, brauche ich den nicht benutzen, meine Abfahrer, die fahren alle super. Au, das war ein Lob vom Chef, habt ihr das gehört? Außer so ein tankgrüner Fan, der macht mir ein bisschen Probleme manchmal, aber sonst. Haben wir keine Tagesaufgaben für heute? Ich war gestern nicht da und die anderen auch nicht. Schreib's ja. bei Sonne drunter. Alles klar. Timmy schreibt, Presserade fehlt mir persönlich was und Gemeinderade habe ich auch und finde die auch sehr geil. Aber da fehlt Ihnen was oder fehlt Ihnen leider was? Na, Agrartechnik Nordeifel, ja, kenne ich. Appstorm Heide, das war auch eine schöne Karte. Von AGD. Mhm. Die hab ich selbst mal ein Singleplayer mal kurzzeitig gespielt. Ja. Eine kleine Technik, aber da war mir naja alles doch nicht. Ah, der Partikelsystem könnte man mit dem Häcksler ändern, ne? Bisschen noch früher, dass diese ganzen Hexe und so weiter, dass es nur so einzelne Punkte waren. Animation, Partikel beim Überladen abfunkern. Meinen ja hier beim hier vorne beim Einzug die Partikel. Ja. Habe zwar eine Map angebaut, bei Standard würde er gehen, aber bei Mods halt nicht. Wieder umschreiben. Ah fuck. Der wirft auch nicht so weit, Wechsler. Oh. Tja, wolltest du ihn ja unbedingt haben. Na, warte mal, den kriegen wir noch hin. Kommst du noch mal her, Sven? Jo.
mal kurz schreiben. Guten Abend, Odin 90 Tor. Moin moin. Ach, da daneben kommst, Sven. Daneben fahren direkt. Na, fahren wir. Und Odin. Wenigstens hier an den Bäumen vorbeikommen. Bevor du jetzt gleich ganz voll gemacht hast, wäre es gut, wenn du meine Anhänger abhängen würdest. Danke. Bitte. Eiskalt wäre der Bart. Jo. Mal kurz, Ben. Voll. Ich mach dann mal Schluss für heute. Ja, bis morgen. Ciao. Ja, bis morgen, Tobi. Ciao. Ich bin auch raus. Bis morgen. Und ciao. Ciao. Hier ran zum Hof, oder soll ich den beim Kaisio stehen lassen? Nee, lass mir beim Kaisio stehen. Alles klar. Ich denke, wir nehmen das Durchfallsilo. Ja, stimmt, ja. Du hast
dich nicht richtig geäußert. Ich habe nach Keilsilo oder Durchfahrtsilo gefragt und hast du irgendwann gesagt, ja, stopp, voll. Mir ist das egal, wo es hinfahren. Naja, ich weiß ja nicht, wenn wir jetzt alles an Mais runterhauen wollen, nach und nach. Aber ist halt blöd, ne? Muss noch ein paar Tage warten. Im Kleinen könntest du jetzt was reinfahren, machst zu und dann hast du erstmal was. Ne? Ja, machen wir daran. Egal. Ja, heute nicht. Machen wir mal die Tage mit dem Map zeigen. Noch ein bisschen was schaffen. Fährst du durch das Groß hinten raus? Kann ich ja. Lass mal googeln. Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Überlegst, hier bin ich an der Wand gefahren. Das Gras ist fast auf der anderen Wand gelandet. Wie viel km/h fährst du? 10. Okay. So, Merzi, geh weiter. Na, kaputt, sie lesen den wegen. Wenn die Wurf weiter ändern, kann ich gleich den Beifahrer dann rausschmeißen. Gute ja. Nacht. Nacht, schlaf ja. Schön. Nacht. Nacht. Bist du soweit? Ja. Mogel dich dazwischen.
mein Glück ist hier so viel Platz. Ne, dann mit dem Hexer wollen wir mal gucken hier. Ein Wanderweg ist das. Sag Matze immer. Ja, ist auch nur eine Kurzwanderung hier. Kurztrip. Mein Murcha ja auch morgen mit drauf hauen. Für den Mais. No. Könnten wir ja dann das auch noch machen. Wie ist Bambi? Voll? Ja. Warte. Was ist denn leer rum? Ja, gleich ist gut, da kommt noch eine Ecke. Oh. Ich weiß nicht, wer diesen blöden Dummy hingesetzt hat. Na, normalerweise fährt man ja auch nicht da lang, ne? Wenn er mit der Pipe bestimmt hätte vom Häcksler. Ein Rieder fährt den Hänger schon umgeschmissen gehabt. Ja, auch schon dreimal. Naja, gleich mal, ja. Ha! Ja. Warte, ich mach das hier noch. Die drei Krümel haben Verlust. Hast du geschafft jetzt? Ja, ja. Letzten Meter umgeschmissen. Kommst du mit dem Rad leider? Aber ich glaube, das bringt uns nichts, ne? Profis am Werk, schreibt Joki. Ah, da guckt er wieder zu, ne? Mein guten MF schmeißt doch noch. Mein auch noch. Ja, sicher. Meinst du, brauchen wir einen Radlader? Was denn? Schauen wir mit der Hand versucht. No. Wie mit der Hand? Na, mit dem Ballengreifer. Schau, wie schreibt Baustelle für Vollidioten hier. Oh ja, genau. Da sind sie gleich wieder da, wenn ein Unglück passiert hier. Naja. Ich kann hier nichts packen, Sven. Haben wir das nicht mehr drauf? Abschleppstange? Nee. Nein. Wegen Anheben. Das müsste eigentlich können hier, der
dem noch diesen. Ja. So, habt ihr keinen Bock mehr, dass ihr Hänger umschmeißt? Kramplätze müssen verdichtet sein. Genau. Mhm. Junge, kaum liegt hier ein Fahrzeug auf der Seite, scheiden sie gleich alle in hier. Na, ich kriege ihn da hochgedrückt. Ja, macht's besser. Na doch. Der Trecker ist hin. Da kann gleich neu bestellt. Genau, ruf mal ein ADAC an. Kannst du noch nicht fahren, oder? Nicht so. Wie denn? Na, so. MF ist müde. Legt sich immer wieder hin, das Biest. Kiek. So, halt, die Feier nicht voll. Ja, muss einen mögen. Den kann Sachsen-Paul erstmal morgen reparieren. Einmal mit Profis arbeiten. Manche schreiben Experten. Jo. Kann immer passieren, ne? Aber die ist ja noch. Die haben noch nie was umgeschmissen. Ach, ich sehe das ganz entspannt. Ich auch. Ja. Ist der Neid der Besitzlosen. Drei Runden machen wir, ne? Ja. Die drei Runden fertig haben, dann wir die Siedlung noch festfahren soweit und dann glaube ich auch feiern. Mhm. Ja, das wäre nicht passiert, weil aber der Hexleiter wirft irgendwie so weit auf dem zweiten HW80. Muss gucken. Muss noch was ändern. No. Sonst hätten wir das Problem ja gar nicht gehabt. Ich hab noch ein bisschen Lust und Laune und war jetzt noch bei mir. Nee, ich werde mal am Häcksler ransetzen. Muss er morgen früh um 7 Uhr aufstehen. Au. Ja, muss er zum Zahnarzt. Ach so. Mir ist Spiel wegen Rumpbein abgestürzt. Ja, Bein, das ist so eine Geschichte bei der LS, ne? Ja, aber da gibt's schöne Ballenlage. Ja. Jo. Vielleicht läuft mir jetzt hier doch noch dran vorbei. Ja.
Ja, warum bin ich fahren, Ecke raus? Ja. Voll der Geiz. Direkt rum. Noch einmal so durchfahren und festmachen hier. Pokerpit, wie viele Ballen hat's denn drauf gehabt auf deiner Map? Irgendwie so eine Sprungschanze drin. Mal ein Bild davon. Ja, bin schon weg. Die kannst du mal gucken, kannst auch mit 12 km fahren. Ja, das tritt sich eh breit. Ja. Alter, ist das eine Sprungschanze. Was ein Bild gemacht? Ja, oder die Stelle? In der Luft war oder was? Ja, genau, die Stelle, wo das Boot ist. Ja, das sehen wir nachher beim Stoppelsturz. Beziehungsweise beim Mulchen siehst du das bestimmt. Alle spätestens beim Fliegen.
Sven, du musst mir deine Hänger zulassen. Ja, nachher. Den Häcksler könnte aber hier am Kuhhof stehen, ne? Ja. Kann ich den Savegame abspeichern und das Dings holen? Im Singleplayer und dann kann ich das schön testen, nämlich. Was sagst du, meiste bis man reicht, oder? Ich habe jetzt 10 Reihen. Ist noch, gibt noch ein größeres, das 900er, aber. Ja, ach. Wie gesagt, der hier ist jetzt bei 10 Reihen. Mhm. Das reicht eigentlich. Fast ganz gut. Sehe genauso.
Können wir stehen? Wollt ihr die Pflanzen da mitnehmen? Na, ist egal. Die sind breit. Jo. Grüß dich, Fricky. Ah, moin. Ah, redet noch nicht. Doch, ich hab moin gesagt. Hallo, guten Tag. Hallo, Fricky. Hat keiner verstanden. Nein, irgendwie. Ja, bist du mich. Mensch. Ja. Noch wach heute? Ja. Ich bin unterwegs gewesen. Ach so. Was hier tut, gibt's das nicht mehr. Das stimmt, ist eine andere Frage, ne? Wird sich ein ja, nur wir wollen mal mit den Kleinen hier arbeiten, mit den 57. Und wenn es ganz lustig ist, dann holen wir uns halt mieten wir uns noch einen zweiten Häcksler und dann häckseln wir mit zwei. Frank, du bist jetzt auch stolzer Fanfahrer gehört. Ach naja, komm, so lange wie noch der 17er läuft, habe ich mich noch für einen 826 entschieden, da war so ein Haufen F's schon rumgurten bei uns. Ja, macht auch seine Arbeit. Ja klar. Ca. 825, guten Abend. Moin. Guten Abend. Yeah. Oh ja, links voran. Oh, Bambi, in Real Life hätte der Zug schon gelegen. Du bist so schnell wieder mit rumgefahren bist. Mag sein. Mag sein. Dero, guten Abend.
Ich liebe Autosave. I like it. Junge, Junge. 37 Zuschauer um die Uhrzeit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und Sven will schon im Bett gehen. Ja, du. Sind halt noch nicht alle zu Hause so gut. Das stimmt. Muss ich ja spritzen oder was, was liegt morgen an? Ich muss gucken. Kleinkram. Scheiben putzen. Technik waschen. Mit der fertig machen. Abschmieren. Ja. Oh, halt, stopp. Ah, Entschuldigung. Gesundheit. Was hat euch denn jetzt? Ja. Zecke schreibt, Autosave hat ihn schon öfters den Arsch gerettet. Ja, meistens ist das so, ne? Müssen wir mal schnell ein paar Taschentücher holen. Ja. Du hast ja nächste Woche Urlaub, ne, Frankie? Nee, ich bin arbeiten. Ach, du bist arbeiten? Ja, ich hatte letzte Woche. Ich war irgendwie, als wenn er die Woche wäre. Nee, wo ich so schön die Grippe hatte. Mhm. Immer noch. Ab zum Arzt. Ja. Eigentlich schon. Nicht, dass die noch aufkommen, das denke ich. Schließen wir es mal. Wie lange trinkt ihr noch? Na, ich mach gleich meine letzte Fall, letzte Tour hier. Ziele noch festtrampeln und. Das Logo. Bam, wir fahren jetzt aber da hoch, hinten hoch da, ne? Wo hinten hoch? Na, da ganz hinten. Fangen wir an. Oder meinst du, ich komme immer durchgekabelt mit Inhänger? Nee. Na, das sind kurz. Das war. Meinst du, das sind noch kurz an den Händen? Nee, nee, nee. Warte mal kurz. Insgesamt haben wir 127 Hektar Mais, die wir noch häckseln müssen. Oh, meine Box runter. 127 Hektar Mais. Und das Logo. Das hab ich. Damals hier bastelt das erste und das neue. Das hat mir ein mal aus dem bei Twitch einer aus, der hat mir mal angeschrieben, ob er mir ins basteln möchte und dann hat er mir heute ins gebastelt.
Stocks, das habe ich. Finde das nicht. Sag mal. Das sind andere. Was? Das sind andere. Ballenlager. Ja, ich meine hier bei uns auf dem Server zum Runterladen finde ich nicht. Ich muss was runterladen, damit ich es morgen haben kann. Müsste ziemlich oben sein. Ey, willst du jetzt fahren, Merzi? Ja, ist doof, ne? Ja. Man kommt auch nicht mehr raus, ne? Nee. Naja, dann fahr abkippen, hat ja keinen Sinn mehr, dann. Ja. Tschau. Das ist Lometries, was ist denn das für ein Ding? Finde ich auch nicht. Was? Grüße, Benno. Spritze, ne? Das Lometries hier. Müsste Spritze sein, wenn ich da richtig liege. Ich hab mir gedacht, das willst du. Und der Wurf hätte da. Hätte er sein können. Ich muss mal selber gucken. Bei Google hat auch schon mal gekriegt, aber so recht finde ich da auch nichts. Muss mal Fabi anschreiben, der hat das beim letzten Mal gemacht. Na, hat er auch nicht hingehauen, oder? Doch. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Zuschauen. Sag nochmal vielen herzlichen Dank für die ganzen Follower und Abos, die reingekommen sind. Und ich denke mal, spätestens morgen sehen wir uns wieder beim Maishexen hier bei Twitch. Denkt mal so vielleicht 20 Uhr rum. Oder vielleicht schmeckt auch schon früher an. Mal gucken, wie ich morgen so drauf bin, ne? Wie gesagt, dann kommt alle hier zu liegen. Und mock out. Jo, ciao. Ciao. Bam. Da war OBS Stream.